Ich bin ein Fraktalist, weil alles fraktal ist. Ein kleiner Disclaimer vorab, ja. Ich bin nur ein kranker Dude, der kranke Sachen denkt, sagt und macht. Also nehmt mich nicht für voll. Ich erhebe keinerlei Wahrheitsanspruch und finde es am Ende auch ziemlich lustig. Ein kleiner psychotischer Junkie, der in einem Berliner Keller seine Sekte gründet. So tretet mir bei und werdet zu meinen Jüngern, zu Fraktalisten. Man muss das Ganze als eine Art Kunstprojekt sehen. Hört, 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 hört. Der Mann hat etwas zu sagen. So schenket ihm ein Ohr und lauschet der Kunde der Weisheit. Der Fraktalist spricht die Wahrheit. Es ist fraktal. Alles ist fraktal. Selbst jenes, das nicht fraktal ist, befindet sich in fraktalen Strukturen. Das Fraktal begegnet uns überall und jederzeit. Neben sich wiederholenden Mustern in der Natur bewegt sich auch die Zeit in fraktalen Mustern. Es sind sich wiederholende Zeitzyklen, die sich bis in alle Ewigkeit wiederholen. Alles ist fraktal. Und im Fraktal finden wir die Essenz der Schöpfung. Ein Fraktal ist mehr als nur ein sich wiederholendes Muster. Es ist ein Symbol für die Unendlichkeit und die tiefere Struktur des Universums. So wie ein Fraktal aus kleinsten, sich wiederholenden Teilen aufgebaut ist, die immer und immer wieder das Ganze widerspiegeln, so spiegelt auch das Leben die göttlichen Prinzipien in jeder seiner Teile wider. Wie könnte dies besser den ewigen Kreislauf der Zeit, das unendliche Wesen Gottes und die unendliche Schöpfung darstellen? Wir sehen Fraktale in der Natur, in der Form von Schneeflocken, in den Ästen eines Baumes, in den Flüssen, die sich verzweigen und verästeln und sogar in den Wolken, die am Himmel ziehen. In diesen wiederholenden Mustern offenbart sich uns etwas von göttlicher Schöpfungskraft. Eine Art göttliche Handschrift, die alles verbindet. Das Muster eines Flusses ist wie das menschliche Blutsystem. Und die Verzweigungen eines Baumes gleichen denen eines Nervensystems. Die gleiche Struktur, das gleiche Prinzip, immer wieder auftauchend, in scheinbar unendlicher Variation und dennoch aus demselben Kern geformt. Vielleicht ist dies eine Einladung an uns alle, die Schöpfung im Kleinen zu sehen und darin das Große zu erkennen. In der Bibel lesen wir, dass Gott alles durchdringt, in allem ist und alles hält. Fraktale lehren uns, dass selbst die kleinsten Dinge das Ganze widerspiegeln können. Sie offenbaren uns, dass jeder Moment, jeder Tag und jedes Leben Teil eines viel größeren Musters ist. Unser Leben mag oft aus einzelnen, scheinbar unabhängigen Momenten bestehen, aber in Wahrheit sind wir eingebettet in ein fraktales Muster der Zeit und der Ewigkeit. In der Struktur der Fraktale liegt eine Wahrheit verborgen, die uns Mut machen kann. Alles gehört zusammen und nichts existiert isoliert. Der Gedanke, dass alles oft miteinander verbunden ist, gibt uns vielleicht Trost in einer Zeit, in der das Leben oft auseinanderzubrechen scheint. Es erinnert uns daran, dass das Fraktal in allem zu finden ist und dass selbst das, was in unserem Leben chaotisch und fragmentiert wirkt, seinen Platz in einem größeren Plan hat. Wenn wir also die Welt um uns herum betrachten, können wir lernen, auch die Fraktale in unserem eigenen Leben zu sehen. Die Momente des Lichts und der Dunkelheit, die wiederkehren, die Phasen von Erfolg und Misserfolg, oder von Freude und Trauer. Jedes Element spiegelt das Ganze wider und zeigt uns, dass unser Leben in ein größeres Muster eingebettet ist, das bis ins Unendliche reicht.